Die Behörden in den USA müssen ihre veralteten Polizeigesetze überarbeiten. Das Problem: Beamten ist es vielerorts nicht verboten, bei Festnahmen und selbst bei einfachen Verkehrskontrollen mit den betroffenen Personen Sex zu haben, was vielfach zu Vorwürfen der Nötigung und des Missbrauchs führte. Nun haben geschockte Gesetzgeber im US-Bundesstaat Kansas die Lücke geschlossen. Kansas war bisher einer der US-Bundesstaaten, in denen zwar sexuelle Beziehungen in Gefängnissen verboten waren. Aber die Arbeit der Polizei war davon nicht betroffen. Sex mit Festgenommenen oder Personen, die in eine Polizeikontrolle geraten waren, war nicht verboten. Das führte zu Fällen, bei denen Polizisten von ENVERNEHABMLICHEM Sex sprachen, die hilflosen Opfer aber von Missbrauch. Wir erfahrenen Politiker dachten, das wäre schon lange gesetzlich geregelt, sagte der Abgeordnete John Carmichael der Zeitung TVHITAGLE. Seine Kollegin Cindy Holscher sei darauf aufmerksam geworden. Als sie mich anrief, fragte ich nur fassungslos: Willst du mir erzählen, das ist bisher keine Straftat? Und sie sagte: Nein, ist es nicht. Holscher startete eine Gesetzesinitiative. Drucksituationen und sexuellen Nötigung. Wie die Abgeordnete erklärte, kam der Anstoß zum politischen Handeln durch einen Fall in New York, der durch die Medien ging. Dort hatte eine junge Frau, die wegen Marihuana-Besitzes festgenommen worden war, zwei Polizisten Vergewaltigung vorgeworfen. Da der Sexualakt laut den beiden Beamten jedoch ENVERNEHABMLICHEM gewesen sein soll, konnten sie nicht belangt werden. Laut ENVERNEHABMLICHEM stieß Holscher jedoch auch in ihrem Bundesstaat auf ähnliche Vorkommnisse. So gab es Ermittlungen gegen einen langgedehnten Polizisten, der offenbar mehrfach Frauen zum Sex gezwungen hatte, indem er ihnen mit einer Festnahme drohte. Zwar sei es für Polizisten mit niederen Absichten schwieriger geworden, weil sie nun Körperkameras tragen, dennoch gab es Handlungsbedarf. Die meisten Polizisten sind hart arbeitende und großartige Männer unter VEN, erklärte der Abgeordnete John Widmer der Zeitung. Aber es gibt immer diesen einen, wie bereits zuvor der US-Bundesstaat New York hat nun auch Kansas die sexuellen Beziehungen zwischen Polizisten und Festgenommenen explizit unter Strafe gestellt. Unterstützung dafür kam von allen Parteien dort im Video. Bürger für 1 Cent. Als Polizeimassenveranstaltung abbricht, bricht Tumult aus den